stillgestanden, das Wasser hat uns vorgezogen. So. Ja, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, im Namen der St. Hubertus Schützenbruderschaft Bernhard darf ich Sie alle heute recht herzlich begrüßen. Ich möchte mich dann für den kurzen Festzug bedanken, der ja so schön war bei diesem tollen... Denen nicht, also Schritt zurück, gut. Herr Garten hat schon gesagt, gut, alles klar. So, wie gesagt, bedanken möchte ich mich dann für den Festzug noch. Und dann kommen wir jetzt zur Begrüßung. Es werden ja von Jahr zu Jahr immer mehr Leute langsam, man wird ja älter und dann weiß ich das all ja nicht mehr so. Ich habe mir auch schon mal was aufgeschrieben, also als erstes begrüße ich den ersten Bürger unserer Stadt Hürth, Herr Walter Böker, herzlich willkommen Herr Böker, gleich ziehe ich noch was Kuchen, ne? So, dann kommen wir zum zweiten, zum sein Stellvertreter Peter Prinz, herzlich willkommen. Dann begrüße ich unseren Ortsvorsteher Gerd Fabian. Und dann kommen wir dann zur Begrüßung der, ja, wenn ihr klatschen wollt, könnt ihr auch klatschen, das ist kein Problem. Dann darf ich ja noch den Ehrenpreis des Bezirksverbandes begrüßen, Herr Reiner, recht herzlich willkommen. Ich stehe an wie verkehrt, der Boom muss weg, Herr Böker. Der Boom muss weg. So, dann begrüße ich, ich hätte ja gerne heute die Bezirkskönigin gegrüßt, aber... Wir sind ja leider in einem anderen Bezirksverband heute auf dem Schützenfest. Ist zwar schade, aber vielleicht muss das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal klären, irgendwann, denke ich mir. So, und dann möchte ich noch sagen, dass ja unsere Bezirksjugend, die ich gerne heute begrüßt hätte, sie haben ja heute an den Diözesanen Jungschützentag in Schildken, wo dann die Majestäten auch ausgeschossen werden, die dann zum Bundesschützenfest fahren, zum Bundesjungschützentag, Entschuldigung. So. Ihnen wünschen wir alle natürlich viel Glück heute. Vielleicht kommen Sie ja heute Abend noch mal vorbei. Die Siehung ist ja erst um 18 Uhr, glaube ich, fängt die Siehung an. Aber wir sind ja noch bis morgen früh hier, ist das ja kein Problem. So. Dann begrüße ich noch den Stadtschützenkönig von Hürth, Heinz und Renate Krämer aus der Mühlheim. Dann begrüße ich noch die Schülerprinzessin der Stadt, Laura Dünnfried, kommt aus Gleuel, wohnt teilweise schon bei mir, aber naja. So, dann darf ich unsere Majestäten noch begrüßen und vorstellen, bestelle ich unsere Bambini-Prinzen und Stadtschülerprinzen, Maximilian Heimel, Verschheimel, ne, nur Heimel, also Jodal. Also. Dann unsere Schülerprinzen, Kevin Adams, unsere Bürgerkönigin Monika Verschheimel. Das ist aber richtig. Auch nur Heimel. Ja, lieber Jörg. Ja, das kommt ja noch. Ach so, ich habe mich vertan, genau. Die inaktive Königin ist Monika Heimel. So. Und dann neue Bürgerkönigin, die wir ja gestern Abend ausgeschossen haben, das ist ja die Manuela Burba. War das richtig? Ja. Immer nicken, ja. So, ja. Dann unseren Jungprinz Dominik Kott mit seiner Maikönigin. Er war ja in diesem Jahr auch Maikönig im Bernrat, ist Jugendprinz, hat sich alles unter den Nagel gerissen in diesem Jahr. Und dann natürlich gilt auch ein Dank der Maigesellschaft Bernrat, dass sie heute mitgegangen sind. Haben zwar ein paar Männer gefehlt, aber man braucht ja nicht für einen Mann so viele Frauen. Jeder kriegt nur eine. So, dann darf ich, und dann unser Königspaar, Manfred und Sabine Hamm. Sehr schön. Du hast heute ein sehr tolles Kleid an, Sabine. Das kann man jetzt ausleihen. Steht ja schon hinten drauf, St. Hubertus Bernhard. Die nächste Königin, vielleicht muss sie jetzt abnehmen oder zunehmen, das weiß ich noch nicht. So, sollte ich einen vergessen haben zu begrüßen? Doch, das Beste kommt zum Schluss. Für alle Präsidenten und Königspaare begrüße ich dann unseren Bundesmeister Peter Horst aus Herrn Mühlheim. Ja. Also, ja, dann hat ja unser König hier vorne diese schöne Zinssoldat für heute. Wo kommen Sie aus hier aus Schild? Schildscher Hafen, ja, also, ja. Auf jeden Fall, die können hervorragend marschieren.
gar nicht können, die können ja lernen dann. Wir machen ja so Kurse und Rundkurse hier mit denen. Und dann marschieren wir immer auf den Platz hier rum. So, ne? Wenn wir dann nachher nochmal. So, jetzt hier das Wege. Jetzt machen wir erst, dass der Herr uns vor allem wunderbar war, gut ab zum Gebet. Und danach haben wir noch eine Ehrung vorzunehmen. Die macht dann Herr Steinröder, der ja gestern so eine tolle Predigt hier gemacht hat, hier über Glaube, Sitte, Heimat. Ich habe ein bisschen, ich habe gesagt, was Sitte ist. Sitte ist zum Glück gestanden. Das machen wir ja jeden Sonntag. So, Bruder zum Gebet. So. Das war dann für unseren Herrgott, dass er uns vor allen Unheil bewahre. So, zu der Ehrung, die wir heute Abend, heute Mittag noch vorhaben. Das heißt, natürlich Abend. So spät ist es noch gar nicht, ne? So. Verehrte Majestäten, so ist gut. Liebe verehrte Majestäten, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, es gilt, ein Mitglied der St. Hubertus Schützenbruderschaft Bernrath hier in diesem großen und festlichen Rahmen zu ehren. Und ich komme dieser Aufgabe als Präses gerne nach und bitte den Schützenbruder Willibert Dirichsweiler zu mir. Unser Schützenbruder Willibert Dirichsweiler ist seit 46 Jahren Mitglied der St. Hubertus Schützenbruderschaft Bernrath. Er ist schon zweimal König gewesen in den Jahren 68-69 und 92-93. Er hat früher das Amt des Kommandanten und dann des zweiten Vorsitzenden mit großem Engagement und viel Einsatzfreude mit Leib und Seele innegehabt. Heute ist er Königsoffizier für die Majestät der Bruderschaft. Mit seiner jahrzehntelangen Vorstandsarbeit hat er in hervorragender Weise sich für den Verein eingesetzt und verdient gemacht und die Geschicke des Vereins mitgeprägt. Lieber Herr Dirichsweiler, die Bruderschaft möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihren großen Einsatz und Ihre Verdienste in der Auszeichnung. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit für die Verlesung der Urkunde. Zum Dank und in Anerkennung für den langjährigen...